Zum zweiten Mal kommt heute der bekannte Fernsehkoch Alfred Fahr in die Kostbar zu einem Kochabend. Heute werden Gerichte mit Thunfisch und Schwertfisch vorgestellt. So, das ist ein Yellowfin, hier oben die gelben Schwanzflossen. Es gibt noch einen Bluefin, der Bluefin sollte nicht gefangen werden bzw. verkauft werden. Werden wir von unserem Unternehmen angehalten, den nicht zu vertreten. Es ist Langleine gefangen, kein Schleppnetz, also auf normale Art und Weise gefangen. Das andere ist Berufsfischerei. Das ist jetzt noch ein relativ kleiner Thunfisch, der kann bis zu 500 Kilo schwer werden. Das Ding kann bis zu 75 Stundenkilometer erreichen im Wasser, während er ist noch ein bisschen schneller, der Schwertfisch. Der kann bis zu 100 Stundenkilometer erreichen. Kann auch eine Länge erreichen von 5 Metern und wir reden immer ohne Schwert. Das Schwert kommt dann separat. Also wir gehen von Körperlänge aus und auch bis zu 500 Kilo schwer werden. Also das sind jetzt kleinere Exemplare. Größere, glaube ich, wäre jetzt nicht so sinnvoll gewesen. Ja, also der ganze Hintergrund bei der Geschichte, wenn man jetzt schon ganze Fische vor sich hat, war, dass der eine oder andere, der sich nicht an ganze Fische traut, weil er sagt, ja, was mache ich mit den Gräten, was mache ich mit dem Kopf, da muss ich so viel arbeiten, da bleibt so viel übrig, dass man alles verwerten kann. Und, okay, langsam, gut. Und ich war gerade 10 Tage in Berlin auf der Grünen Woche und da habe ich so mehr im Biobereich gekocht, also da bin ich sehr viel zu Hause und da geht es auch darum, dass man alles verwertet. Und da gab es so eine Diskussion, warum Lebensmittel in Deutschland nichts wert sind. Zum einen, weil es sehr viele billige Ware gibt, kann man essen. Muss man nicht. Zum anderen ist meine, das ist meine ganz persönliche Philosophie. Ja, Sie nehmen jetzt zum Beispiel aus dem Tiefkühlregal, kriegt man auch hier, ist ja auch nichts verkehrt damit, ein Schlemmerfilet Haumichtod mit Kruste. Dann schiebt man das in die Mikrowelle oder in den Backofen und wenn es nicht schmeckt, haut man es weg. Es hat keinen Wert, weil sie damit nichts gemacht haben. Und wenn ich aber jetzt was einkaufe, wenn ich kaufe was Gutes ein und ich mache was damit, dann strenge ich mich A an und B werde ich mich davor hüten, das wegzuschmeißen, weil das ist meine Arbeit. Aber die zwei haben ein sehr schönes Wechselspiel. Einer ist nämlich sehr hell in der Farbe, sehr kräftig und der andere ist sehr dunkel. Und das ist so ein bisschen Effekt, warum wir viel schneiden. Also wir kriegen nicht ein Medaillon, einen Würfel, das ist leicht, geht auch. Wir schneiden viel, das ist ein bisschen Effekt der Rezepte. Das erste ist eine seltsame Mischung zwischen einem Sushi und einem Carpaccio. Also wir machen ein bisschen Carpaccio auf dem Teller von beiden und wir machen auch ein bisschen Sushi von beiden. Weil der große Unterschied ist eigentlich gar keiner, bis auf das, dass das Sushi gerollt ist, es ist ein bisschen anders mariniert. Der Japaner nimmt Reisessig, der Italiener nimmt Zitrone. Beides ist sauer. Der Japaner nimmt halt Kokosöl oder dann ein Sesamöl, der Italiener nimmt Olivenöl. Im Prinzip auch das Gleiche, schmeckt nur anders. Ja? Wir verkünsteln uns ein bisschen am Sushi, machen eine Rolle draus, marinieren die dann aber eher wie ein Carpaccio und wir machen ein ganz klassisches Fischcarpaccio. Wir uns auch mit, hauptsächlich mit Exoten und Besonderen Fischen, wo ein frisches Paradies dafür prädestiniert ist, die nicht nur die 0815 Ware haben, sondern auch für Spitzenköche die Ware bereithält. Und es freut mich ganz außerordentlich, dass du wieder dabei bist. Danke. Auch zum zweiten Mal. Richtig, ja. Und zum Fisch, der muss ja bekanntlich schwimmen, gehört natürlich auch der Wein. Und da möchte ich ganz herzlich ja den Patrick Fern von Weinwolf begrüßen. Weinwolf ist, kann man so sagen, in Deutschland der größte Vertrieb für hochwertige Weine, die im Prinzip ein komplettes Sortiment von, ja, von der ganzen Welt und natürlich auch von Deutschland anbieten. Ja, also überschneiden, dann kann ich das.
Am Zweig, die Tomaten gehen auf den Zweig, zeigen wir. So, und vom Thunfisch dann genau das Gleiche. Ja, und dann nehmen wir gleich den Vorspeisenteller, der kommt gleich. Und dann teilen wir die auf. So, das ist fürs Carpaccio. Für Sushi relativ ähnlich. Ich habe leider meine Sushi-Rolle vergessen. So, danke. Wenn das hier keine Fabrik ist, ha? Diese Schichttürmchen kommt als Highlight auch ein ganz besonderer Wein, auch vom Kloster Eberbach, wo wir den Riesling-Sekt schon mal hatten. Und zwar ein 2009er Riesling vom Steinberg. Hat also jetzt schon 6 Jahre auf dem Buckel. Ist eine konventionelle Ausbauweise, also im Holz gewesen. Das werden Sie nachher im Geschmack auch merken. Der ist sehr brei, hat einen schönen Schmelz und, wie wir aber schon festgestellt haben, wird konträr zu Ihrem Essen sein. Es wird kein harmonischer Geschmack im Mund sein, sondern Sie werden beides sehr gut unterscheiden können. Also sowohl den Schwertfisch, den Thunfisch, das Fenchel-Risotto, als auch den Wein. Aber in Summe passt es perfekt. Mit vielen fleißigen Händen sind wir nun bei der Nachspeise angekommen und es hat allen super geschmeckt. Es war ein schöner und interessanter Abend. Diese kurzen Ausschnitte sollen zeigen, wie informativ und unterhaltsam dieser Kochabend wieder war.